Also sehe ich das richtig? Nach dem letzten Wochenbericht des RKI sind Geimpfte anfälliger für die Corona-Variante Omikron als Ungeimpfte. Auch nach der klammheimlichen Änderung von Zahlen durch das RKI, man habe einen Zahlendreher drin gehabt, heißt es, bleibt es dabei. Unter Geimpften wurden besonders viele Omikron-Fälle ermittelt. Genauer gesagt, von 5.117 Omikron-Fällen, bei denen der Impfstatus bekannt war, waren 4.020 Personen vollständig geimpft. Der Rest, also 1.097 Personen, nicht. Das ist ein Verhältnis von rund 79% der zwei- oder dreifach Geimpften zu 21% der nicht oder nur einmal Geimpften. In Deutschland sind 71,8% der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Das Ganze spricht nicht eben für eine starke Wirksamkeit der Covid-19-Impfungen gegen die Omikron-Variante. Man muss festhalten, angesichts dieser Zahlen und im Verhältnis zur Impfquote vor allem, scheinen, was die Omikron-Variante betrifft, die Geimpften schlechter abzuschneiden als die Ungeimpften. Und mit diesen Zahlen des RKI-Berichts will man jetzt eine allgemeine Impfpflicht begründen. Und dann lese ich in der Daily Mail aus Großbritannien die Frage, könnte Omikron sogar weniger tödlich sein als die saisonale Grippe? Hört, hört. Wissenschaftler glauben, heißt es da, dass der ultrainfektiöse Stamm 100-mal weniger Menschen töten könnte als Delta. Und die Sterblichkeitsraten waren bereits vor dem Auftauchen der Variante ähnlich wie bei der Grippe, heißt es dort. Und die Daily Mail zitiert Forscher der Washington University unter anderem, die davon ausgehen, dass Omikron bis zu 99% weniger Menschen töten wird als Delta. Ein weiterer Hinweis darauf, dass es weniger tödlich sein könnte als die Grippe. Und mit dieser Omikron-Variante, von der sogar die Wissenschaftssendung Quarks sagt, dass sie eigentlich nicht mehr von einer ganz normalen Erkältung zu unterscheiden sei, mit dieser Omikron-Variante will man weiterhin die öffentliche Hysterie aufrechterhalten. Also sehe ich das richtig? Angesichts dieser Zahlen, die eigentlich eher Anlass zur Beruhigung und zu einem Zurück zur Normalität, wie in vielen anderen Ländern außer Deutschland und Österreich bereits geschehen, die dazu Anlass geben würden, will man die Menschen zwangsspritzen. Man will auch die nächste rote Linie überschreiten und über Würde und körperliche Selbstbestimmung der Menschen einfach so hinwegtrampeln. Mit diesen Zahlen, angesichts dieser Zahlen, will der Bundesfinanzminister Christian Lindner den Staat in die Lage versetzen, alle Menschen in Deutschland binnen eines Monats zu impfen. Wo ist das noch wissenschaftlich? Man will das wegregeln, wie es jetzt in neofaschistischer Diktion heißt. Angesichts dieser Zahlen ist die Impfung immer noch der Moses, der uns aus dieser Pandemie herausführt, wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann gesagt hat. Der Moses, der uns aus dieser Pandemie herausführt. Es ist ein Kult. Oder ist sie nicht doch eher das goldene Kalb, um das die Kultisten einen immer verzweifelter wirkenden Tanz aufführen? Wenn man diese Zahlen mit dem unbeirrten Kurs der Regierung vergleicht, dann könnte ja fast der Verdacht aufkommen, dass es gar nicht wirklich um Gesundheit geht. Ein unerhörter Verdacht, ich weiß, der allerdings von einer Äußerung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach noch genährt wird, der gesagt hat, wir können nicht darauf warten, dass eine Impfpflicht überflüssig wird, weil wir eine sehr hohe Durchseuchung der Bevölkerung haben. Mit anderen Worten, wenn wir zu lange warten, dann hat sich das mit der Pandemie noch ganz von alleine erledigt und es gibt dann eine Herdenimmunität und wir können unsere ganzen Impfdosen gar nicht mehr absetzen. Noch mehr aber, wir können keinen staatlichen Impfzwang als notwendig rechtfertigen, der uns auch für kommende Wellen aller möglichen Infektionskrankheiten die Möglichkeit geben wird, den Menschen pharmazeutische Produkte zwangs zu verabreichen. Wie stehen wir denn da vor den Pharmaunternehmen da? Und das gibt Karl Lauterbach im Interview mit der Welt übrigens auch zu.
Ich persönlich also kann mir vorstellen, erstens, dass die Omikron-Variante länger bleibt und zum Zweiten, ich kann mir auch vorstellen, dass andere Varianten noch kommen. Und es könnten auch Varianten kommen, die so ansteckend sind wie Omikron, aber gefährlicher als was wir bisher hatten. Auch das kann niemand ausschließen. Und dafür muss ich vorbereitet sein. Und da wäre für mich eine Impfpflicht das Wichtigste, weil dann kann ich sehr schnell die Bevölkerung vor einer solchen schweren Bedrohung immunisieren. Mit anderen Worten, Omikron ist zwar nicht so gefährlich, aber weil wir nicht vollkommen ausschließen können, dass danach irgendwann vielleicht einmal eine Variante kommt, die genauso ansteckend, aber viel gefährlicher ist, wäre es doch gut, wenn wir eine Impfpflicht schon in der Tasche hätten. Einfach für den Notfall. Der gleiche Lauterbach, der jetzt so vehement für eine allgemeine Impfpflicht sich ausspricht, war übrigens noch im August 2020 der Meinung, dass eine Impfpflicht nie sinnvoll ist. Eine Impfpflicht macht bei SARS-CoV-2 so wenig Sinn wie bei Grippe. Wenn die Impfung gut wirkt, wird sie auch freiwillig gemacht. Dann keine Impfpflicht nötig. Wenn sie viele Nebenwirkungen hat oder nicht so gut wirkt, verbietet sich Impfpflicht. Daher nie sinnvoll. Doch damit nicht genug. Was musste ich diese Woche noch lesen? Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 haben die CDC, also die amerikanische Seuchenschutzbehörde, ihre Unterstützung für den PCR-Test zurückgezogen. Die CDC räumen dabei ein, dass der PCR-Test nicht effektiv zwischen Covid-19 und saisonaler Grippe unterscheiden kann. Die CDC erkennen zwar nicht offiziell an, dass der RT-PCR-Test ungültig ist, fordern aber dennoch, dass er zurückgezogen wird. Die WHO hat übrigens vor genau einem Jahr, im Januar 2021, ebenfalls die Gültigkeit des PCR-Tests in Frage gestellt, auf dem weltweit alle politischen Corona-Maßnahmen und auch die Begründung einer Impfpflicht beruhen. Wenn der PCR-Test aber nicht gültig ist, wie sowohl von der CDC als auch von der WHO implizit zugegeben, weil er nicht zuverlässig SARS-CoV-2 von Influenza unterscheiden kann, welche Bedeutung haben dann die 260 Millionen sogenannten bestätigten Covid-19-Fälle, die seit Beginn der Pandemie weltweit gezählt wurden und mit denen man das Klima der Angst aufrechterhält, sowie die gesellschaftliche Zustimmung zu den Maßnahmen bewerkstelligt hat? Die CDC empfehlen nun nach 2 Jahren, den klinischen Labors und den Teststellen, die den PCR-Test verwendet haben, einen anderen von der FDA zugelassenen Covid-19-Test auszuwählen, der den Nachweis und die Unterscheidung von SARS-CoV-2 und Influenza-Viren erleichtert. Solche Tests könnten dann die fortlaufende Untersuchung sowohl auf Influenza als auch auf SARS-CoV-2 erleichtern, heißt es. Dazu sei Dr. Pascal Sacré zitiert, ein belgischer Facharzt für Intensivmedizin, ein renommierter Analytiker des öffentlichen Gesundheitswesens, der sagt, der Missbrauch der RT-PCR-Technik wird als unerbittliche und vorsätzliche Strategie von einigen Regierungen angewandt, um übertriebene Maßnahmen wie die Verletzung zahlreicher verfassungsmäßiger Rechte zu rechtfertigen. Unter dem Vorwand einer Pandemie, die auf einer Anzahl positiver RT-PCR-Tests und nicht auf einer tatsächlichen Anzahl von Patienten beruht. Kommen wir zum Schluss nochmal zurück auf die Impfung. Was muss ich da über den Pharma-Riesen Pfizer lesen? Die Canadian COVID Care Alliance hat kürzlich eine PDF-Datei mit dem Titel The Pfizer Inoculations for COVID-19 – More Harm Than Good veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass die 6-Monats-Daten von Pfizer selbst zeigen, dass ihre COVID-19-Impfungen mehr Krankheiten verursachen, als sie verhindern. Die Canadian COVID Care Alliance ist ein Bündnis von mehr als 500 unabhängigen kanadischen Ärzten, Professoren, Wissenschaftlern und Angehörigen der Gesundheitsberufe. Und zu den Vertretern dieser Allianz gehören zahlreiche Experten, promovierte Wissenschaftler aus dem Bereich Immungenetik, Immunologie, molekulare Virologie, Virusimmunologie, Pharmakologie, biomedizinische Forschung, Biochemie, Bioanalytik, alles ist dabei, auch praktizierende Hausärzte und weitere. Und diese Alliance sagt jetzt, dass aus dem Pfizer-Bericht hervorgeht,
dass die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle bei den Geimpften im Vergleich zur Placebo-Gruppe anstieg, sowie dass drei Teilnehmer in der BNT162B2-Gruppe und zwei in der ursprünglichen Placebo-Gruppe starben. Darüber hinaus sind etwa 50% der in den letzten 30 Jahren an die VAERS gemeldeten Impfstoffnebenwirkungen auf Covid-19-Impfstoffe zurückzuführen. Die VAERS ist ein amerikanisches Programm für die Sicherheit von Impfstoffen, das gemeinsam von den CDC und der FDA verwaltet wird und Informationen über mögliche schädliche Nebenwirkungen sammelt, die nach der Verabreichung von Impfstoffen auftreten, um dann festzustellen, ob das Risiko-Nutzen-Verhältnis hoch genug ist, um die weitere Verwendung eines bestimmten Impfstoffs zu rechtfertigen. 50% der in den letzten 30 Jahren aufgetretenen Impfstoffnebenwirkungen. Was in dem Bericht allerdings nicht erwähnt wird, ist, dass die FDA sich weigert, spezifische Daten von Pfizer über ihre Covid-19-Impfungen freizugeben. Durch einen Antrag auf Informationsfreiheit, Freedom of Information Act, der Public Health and Medical Professionals for Transparency, einer unabhängigen Gruppe von Ärzten und Wissenschaftlern, konnte ein Bruchteil der bisherigen Dokumente von Pfizer veröffentlicht werden. Aus diesen Dokumenten, aus diesem Bruchteil, geht hervor, dass Pfizer innerhalb der ersten 90 Tage nach Einführung des Impfstoffs von mehr als 50.000 schwerwiegenden unerwünschten Nebenwirkungen wusste, die möglicherweise auf den Impfstoff zurückzuführen waren. 50.000! Die FDA kämpft derzeit dafür, die Covid-Impfstoffdaten von Pfizer nicht vor dem Jahr 2096 veröffentlichen zu müssen. Nicht vor 2096. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die Pharmafirmen werden mit Impfstoffen nicht reich. Und daher brauchen wir hier tatsächlich auch öffentlich finanzierte Forschung. Und das alles sind ja nur einige der Meldungen der letzten Wochen, die das Kartenhaus zum Einstürzen bringen würden, läge es nicht schon für jeden sichtbar auf dem Boden, der Augen im Kopf hat. Hier noch ein paar kleinere Meldungen. In Großbritannien geht aus offiziellen Daten hervor, dass fast 4 von 10 Covid-Patienten in englischen Krankenhäusern nicht primär gegen das Virus behandelt werden. Fast 40%. In New York City sieht es so aus, dass der Anteil der positiv getesteten Patienten, die wegen Covid ins Krankenhaus eingeliefert wurden, nur 49% beträgt. 49% all jener, die in die Covid-Statistik eingehen, werden auch tatsächlich wegen Covid behandelt. Die anderen 51% der Krankenhauspatienten wurden rein zufällig positiv getestet. Und in Kanada ein ähnliches, da räumen ebenfalls offizielle Stellen des Staates Ontario ein, dass 50% der Covid-Krankenhauseinweisungen nicht auf Covid zurückzuführen sind. Auch die Zahl der Todesfälle könne irreführend sein, heißt es dort. Aber das nur unter ferner Liefen. Was muss ich jetzt in der gleichen Woche im Magazin Der Spiegel lesen? Die Denkpest geht um, schreibt dort ein gewisser Sascha Lobo. Zehntausende Menschen gehen auf die Straße, vorgeblich gegen Corona-Maßnahmen und Impfpflicht, schreibt Sascha Lobo. Tatsächlich ist aus Querdenken, Esoterikgläubigen und Rechtsextremen eine gefährliche Protestbewegung entstanden. Ihr kaum verstecktes Ziel ist ein Umsturz. Verschwörungserzählungen dienen als ideologischer Fugenkitt, begleitet von Antisemitismus und autoritär geprägtem Elitenhass. Autoritär geprägter Elitenhass. Inwiefern diese Eindrücke, die zufällig genau ins Narrativ derer passen, die von der Angstmache profitieren, tatsächlich auf Fakten und empirischen Beobachtungen beruhen oder doch eher einem Wahngespinst gleichen, verrät uns Sascha Lobo freilich nicht. Eine Denkpest also. Sehe ich das richtig? Omikron scheint so tödlich wie eine saisonale Grippe. Die Impfung scheint bei Omikron weder vor Ansteckung noch vor Erkrankung besonders zu schützen. Der PCR-Test wird zurückgezogen und die Pfizer-Daten lassen auf Nebenwirkungen schließen, die die aller anderen Impfungen der letzten 3 Jahrzehnte um ein Vielfaches übersteigt. Aber bei denen, die das wahrnehmen und es gerne in der Medienlandschaft und Politik breit diskutiert sähen,
bei denen geht eine Denkpest um. Diejenigen, die ihrem Unverständnis gegenüber der Logik des staatlichen Handelns Ausdruck geben wollen und darin ihre Aufgabe als Demokraten sehen, die sind also gedanklich verpestet. Ich könnte mir keine antiliberalere und antidemokratischere Haltung vorstellen. Aber das Beste kommt erst noch. Sascha Lobo fährt fort: Diese Ideologie der Denkpest ist wie unangenehmer Körpergeruch. Betroffene sind nicht ohne weiteres in der Lage, es zu riechen, aber alle anderen leiden darunter. Eine treffende Selbstbeschreibung, mit der man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen sollte, wenn die eigene Weltsicht so wenig auf Fakten beruht und zugleich so totalitär ist, dass sie unsere Gesellschaft über Generationen hinweg schädigen wird. Aber unangenehmer Körpergeruch? Es sollte mich nicht verwundern, aber ist es tatsächlich schon Zeit, dass die ausgrenzende und entmenschlichende Rhetorik, die wir seit mehr als einem Jahr gegen große Gruppen der Bevölkerung erdulden müssen, auf das Körperliche abzielt? Jetzt stinken diese Impfgegner und Verschwörungserzähler schon. Volksschädlinge und Wehrkraftzersetzer waren sie ja bereits seit langem. Jetzt sondern sie auch noch einen gefährlichen Geruch ab. Kann ich schon auf den ersten Vergleich dieser Gruppe Menschen mit Tieren wetten? Oder frage ich zu früh? Wie wäre es mit Ratten? Kakerlaken böten sich an. Oder Blutegel. Denn was sind sie anderes im Volkskörper, der unter allen Umständen rein und gesund gehalten werden muss? Da kennt auch Olaf Scholz keine rote Linie mehr. Was sind sie anderes als Ungeziefer? Der Protestforscher Dr. Piotr Kotzeba von der TU Chemnitz spricht sogar im MDR vom großen Reinemachen und meint damit die politische Umgangsweise mit den Spaziergängern und Regierungskritikern. Großes Reinemachen. Das ist die neofaschistische Rhetorik, deren Zeuge wir jetzt sein dürfen. Wo sind wir bloß gelandet?